Warte mal, what's up, ladies and gentlemen? Kommt zurück im Dschungelcamp, diesmal nicht auf RTL. Nein, natürlich nicht, wir spielen Green Hell. Boah, das war alles gereimt. Und ich würde mich freuen, wenn du bis zum Ende dran bleibst. So, das war unter 15 Sekunden, jetzt sind sogar die deutschen Goldfische befriedigt. Also wie gesagt, wir spielen wieder Green Hell und gleich hole ich auch meine Koop-Partnerin, die Heldenherz, dabei. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Wir zeigen euch in der heutigen Folge ein bisschen mehr über das Spiel. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, mich zu finden, da sie aufgrund eines Systemfehlers rausgeflogen ist und jetzt, weiß Gott, wo am Arsch der Welt gespawnt ist. Ha, Gott, am Arsch, weiß der Götter wo. So, das Wichtigste wäre also geklärt, alle theologischen Dinge sind abgearbeitet. Was ist das? Nein, nicht es. Oh, sehr schön. Also das heißt, wir spielen heute ein bisschen Green Hell, werden euch köstlich unterhalten und wenn dir diese Art von Idee gefällt, dann, liebe Freunde oder Freundinnen, dann lasst mir jetzt ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und ich würde sagen, jetzt gibt es das Intro. Ihr joint in der Zeit dem Discord und gemeinsam machen wir uns eine richtig, richtig schöne Zeit. 100 aktive Menschen, vielleicht auch mehr zum Zeitpunkt des Guckens, warten auf eure Ankunft. Das klingt creepy, aber ihr habt mich schon verstanden. Wir würden uns freuen. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Bis gleich! Ach, ich bin ja auch clever. Schöner Anfang. Hi. Ich suche mir hier gerade wieder meine ganzen Sachen zusammen. Brauchst du nicht. Nur das Gröbste. Ja. Den Rest findest du unterwegs. Ich brauche wieder meine Steine, damit ich werfen kann. Ja, kann ich verstehen, ja. Hier sind ganz viele Klapperschlangen um mich rum. Oh, hier haben wir doch wieder eine wunderschöne Pflanze, die nehme ich mit. Super. Hey. Heute kein Hallo? Ja. Ich habe doch Hi gesagt, aber Hallöchen, liebes Rudel und alle, die es noch werden wollen. Aha, zählst du dich jetzt schon mit zu meiner Community? Wer ist denn hier der Supermatt im Supermatt? Was zum Fick ist ein Supermatt? Ein Supermod im Discord. Supermatt, das ist doch so das Deutscheste, was es geben kann, oder? Oh nein, ey, es war klar. Ist es eigentlich mittlerweile so gang und gäbe, dass ich irgendwie in jeder Folge mittlerweile so eine verknotete Zunge habe, dass ich irgendein Wort immer falsch raushaue? Echt mal. Ja, aber ungelogen, das ist halt so das deutscheste Supermett. Das ist nicht mehr nur normales Mett auf Brötchen, das ist so Supermett. Wenn du das isst, kannst du es direkt nochmal essen. Ja. Kann mir scheißegal sein, weil ich fress die Kackfleisch. Dito. Ja. Aber. Oh nein, wieso muss er sich ausruhen? Vergiss es. Aber. Aber in diesem Spiel machen wir eine Ausnahme, denn wir essen diese fiesen kleinen Klapperschlangen. Jai! Mhm. Also, jai, tatsächlich. Du weißt das noch nicht. Aber, wenn ihr möchtet, schreibt ihr mir jetzt mal in die Kommentare. Dann machen wir mal eine freaking nice Challenge. Wir spielen Green Hell und als ob das Spiel jetzt nicht schon schwierig genug wäre, vegetarisch. Oh, ausschließlich ja. Pflanzen, keine Tiere töten, kein... was ist beim Verteidigen gegen den Jaguar? Bei Möglichkeit meiden den Kampf. Ja, bei Möglichkeit den Kampf meiden. Und ja, wir spielen es vegetarisch. Doch, also, wenn ihr wollt, Challenge in die Kommentare. Ja, das wird ja überhaupt nicht anstrengend. Ich sag mal, das ist ja schon ein sehr herausforderndes Survival-Spiel, muss ich ja schon sagen. Oh, und meine Axt hat mittlerweile auch schon eine Haltbarkeit von einer halben Runde. Also daran kann man auch erkennen, wie oft man eventuell schon gestorben ist. Das ist ein sehr guter Vorteil daran, würde ich mal sagen. Was für eine Haltbarkeit hat deine Waffe? Mein Speer? Jetzt noch ungefähr fast halb. Boah. Fast. Du hast ihn bestimmt auch schon genutzt. Ja, eben zwei Schlangen. Warte mal, langer Stock herstellen. Schwachen Speer kriege ich auf jeden Fall hin. Lianen habe ich noch nicht.
Steine auch nicht. Ja, dann mache ich erstmal den Schwachen, dann habe ich zumindest einen. Ja. Ach so, ich sollte vielleicht auch mal auf die Uhr gucken, ne? So, liebe Freunde, wenn ihr heute mal unterschiedliche Folgen sehen wollt, ihr seht, wir spielen heute Jein zusammen. Also wir spielen zusammen, aber nicht zusammen. Das heißt, wegen des technischen Fehlers, den ich eben eingangs schon mal erwähnt habe, sind wir ja getrennt worden. Jetzt wird es nicht nur ein Survival, jetzt wird es Survival-Vival-Horror. Nichts mehr hier mit Survive Together und so. Nee. Also für sie ist das jetzt der Horror, für mich das Survival. Für dich Erholung. Aktuell, ja, also solange hier eigentlich nicht der Jaguar in der Nähe ist, ist das Spiel eigentlich relativ geschmeidig. Am schlimmsten finde ich eigentlich so die Anfangsphase. Ja. Was ist jetzt schon wieder? Scheiße, wieso schleichen die sich so an? Wer denn jetzt? Ein Ureinwohner. Ah, dann lese ich wohl gleich gestorben. Nein. Alter, wie... Ich bleib jetzt auf dem Stamm stehen. Wo ist der jetzt? Ich sehe den nicht mehr. Oh, das klingt nicht gut. Das Agutis? Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich muss. 40 Westen war das, glaube ich. 24 Süden. 40, 24. Westen müsste ich eigentlich in die Richtung, aber da ist der Typ. Ja, dann geh vielleicht einfach nicht dahin. Das ist doch nicht so wichtig, dass du dieses Camp findest. Ich bin eh nicht mehr da. Ich bin jetzt bei 45, 21. Er muss trotzdem in die Richtung. Wieso bin ich... Ich hätte nie hier sein dürfen. Was zur Hölle ist falsch? Wie steht er da bitte? Hallo, du bist nicht Jesus. Mach deine Arme runter. Okay. Komische Dinge passieren. Ja. Ich wette mit dir, der ist festgebackt und würde sich nicht bewegen. Wird besser nicht. Wirklich, der steht da wirklich wie Jesus am Kreuz. Ich behalte dich im Auge, nur damit das klar ist. Ah, ihr kleinen Agouti-Wasserschweinchen. Jedes Mal erschreckt ihr mich. Lass die Schweinchen in Ruhe. Ja, aber sie erschrecken mich. Ja, die sind sehr laut. Okay, du bist immer noch Jesus, aber du kannst dich umdrehen. Gut. Du scheiß Stachelrochen. Oha, das ist schon fast wirklich eine Horrorfolge. Der bewegt sich nicht und dreht sich einfach immer in meine Richtung. So, 24 Süden. Mich findest du nicht mehr. Ja, aber ich will zumindest zu dem neuen Bett, damit ich einen neuen Speicherpunkt kriege. Wäre es nicht leichter gewesen, bei uns am Camp zu speichern? Ja, das habe ich ja schon gemacht, aber ich will ja auch neue Dinge erkunden und so. Sicher, dass du das willst? Immer wenn du das tust, stirbst du. Ja, ich bin mir sehr sicher. Wäre es nicht leichter, du nimmst dir irgendwie so als Ziel, in Zukunft nur noch, keine Ahnung, ein bisschen rumzustehen und mir so zuzugucken? Nein, vergiss es. Hey, ich versuche dir nur zu helfen. Das Problem bei dir ist nämlich häufig, dass immer wenn du was erkunden willst, steht da irgendwo Heldenherz Diet. Nein. Ja, und die meinen damit nicht, dass du abnehmen sollst mit Heldenherz Diät oder so. Nein, du bist gestorben. Das ist ein Fakt. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder 41? Egal, Süden. Okay. Das ist mein Weg. Was ich eben damit sagen wollte ist, wenn ihr mal Bock habt, dann guckt jetzt einfach mal bei mir vorbei. Und wenn ihr von mir Bock habt, dann guckt jetzt einfach mal bei ihr vorbei. Fakt ist, ihr werdet nicht dasselbe sehen. Ihr werdet nur dasselbe hören. Verdammt. Tot? Noch nicht. Schlange. Ah, warte mal, wie war das nochmal mit dem Fieber? Eigentlich schlafen, ne? Fieber? Habe ich vergessen. Ich habe es mir eben durchgelesen. Habe ich aber vergessen.
So, senkt mit der Zeit die Energie, fehlt vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Herstellung einer Pflanzeninfusion, die natürlich das Fieber senkt, beschleunigt den Heilungsprozess. Toll. Ganz toll. Da pelle ich mir doch erstmal einen drauf. So, guten Hunger. Ich will ja jetzt eigentlich dein Leben nicht damit zerstören oder so, aber da pelle ich mir jetzt einen drauf. Du weißt, was das technisch ruhig ist, oder? Bitte, ich will ja nichts sagen. Mhm. Versuchen wir es mal. Disgusting. Ugh. 50 Hydration. Oha. Sehr geil. Ach nein, ich sterbe. Doch so schnell. Interessant. Ich dachte, diesmal nicht. Mhm. Ja, die Vergiftung, die da noch zukam, die ist dann auch nicht so toll gewesen. Kann ich vielleicht schaffen? Aber es senkt ja nur das Fieber. Hey, habe ich noch irgendwas dazu bekommen? Igel oder so? Oh. Schade, das konnten wir nicht mehr nachgucken. Das Wildschwein hier. Götter. Also ich will nicht lügen, ne? Aber 51, 24. Leute, es tut mir ehrlich gesagt persönlich gerade so ein bisschen leid für euch. Ich hab's. Da bin ich. Aber die Karten, die ich habe, sind obsolet. Vor der nächsten Folge werde ich mir, oder vor den nächsten zwei Folgen, oder in der übernächsten, ich weiß nicht, aber ich werde mir eine neue Karte besorgen. Versprochen. Diese Karten, die ich hier besitze, die sind obsolet. Wir sind technisch gesehen gerade da und wenn wir jetzt runterlaufen, müssten wir wenigstens den Water Collector finden. Das heißt, wir gehen jetzt straight to the south und mal gucken, was passiert. Because I got her. Because I got her. Kannst du mir mal erklären, warum ich extra, bevor ich losgelaufen bin, gespeichert habe mit einer Axt im Rucksack und ich jetzt kein Werkzeug habe? Warum habe ich immer einen leeren Rucksack? I was gonna clean my room before I got her. Der speichert den Inhalt auch nicht mit. Überhaupt nicht. Ach nee, warte mal. Wenn man stirbt, lässt man alles fallen. Exakt! Jetzt hast du es raus. What fucking hell! Gut, dass keine Kamera an. Das wäre jetzt einfach übel geworden. Ich freue mich gerade so, dass du es rausgefunden hast, höre ein Klappern und zack, gebissen. Ah, shit. I got some venom. Ich habe nur eine Chance. Ich bin im Drogenlabor. Mhm. Nein, ich meine das ernst. Hier gibt's ein Drogenlabor. Diese Insel war mal bevölkert von so ein paar ganz miesen Typen. Das sind auch die Lager, die wir überall finden. Denk dran, nicht spoilern, ich habe die Story noch nicht gespielt. Hä? Das kommt nicht in der Story vor. Okay. Also, es kam nie in der Story vor. Was es jetzt ist, weiß ich nicht. So, jetzt, ach, du hast den Wassersammler gefunden. Ja, aber ich brauche jetzt... Oh, wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? So... Ach, ist egal. Ich laufe jetzt einfach. Ich rieche. Oh, come on! Wo war euer fucking Erste Hilfe nochmal? Der war doch früher in dem beim Schlafzimmer. Beim Schlafzimmer, wie süß. Ja, hier ist ein Schlafzimmer von denen. Ach, scheiße! Anders kriege ich das Gift aber nicht weg. Lagerfeuergestell. Na, was findest du jetzt gerade mal an diesem geilen Scheiß? Ja, ich weiß ja, wo hier der ganze Shit liegt. Aber mein Problem ist, oh, ich muss was rausschmeißen. Okay. Weg, 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 weg. Und renn. Wo ist... Fucking hell! Na gut! Nüsse? Nein. Dose? Nein, nein, nein. Matratze? Schlafen? Nö, 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 nö. Knochenmesser? Nö. Orangensaft, nah dran, aber nö. Heute nicht. Nö dran, aber ja. Oh, Wasser. Banane.
Scheiße, verdammte. Ich krieg zu viel. Die Bastarde haben die Heilmittel entfernt. Oh, das ist ja gemein. Ich sag ja die... Karte! Postkarte. Eine Karte gefunden. Krieg ich die auch? Nein! Fuck, wir haben eine Karte. Scheiß die Wander. Ja, aber da wird es auch gleich nichts mehr. Warte mal, was ist denn eins... Was ist denn das... Ich bin bei der Tonne, falls du das siehst. Und warte mal, ist die rote Zahl, bin ich das? Ist das mein Standort? Du, ich habe wirklich gerade keine scheiße Ahnung. Hast du einen roten Kreis auf deiner Karte? So, ich sterbe gerade an Venom. Ach so, ja, okay. Okay, jetzt nicht mehr, jetzt kann ich gucken. Roter Kreis, roter Kreis. A2 habe ich da unten. Okay, wenn du sagst, da unten, dann... Ich bin bei 41,26 angeblich. Bin ich da? Ne, ich bin bei 50,27. Wo stehst du? Ja, das ist ja das Problem. Guck mal. F. So, ja, stimmt, ja. Ich stehe bei 38,19. Tja, dann ist das nicht dein Eintrag und nicht mein Eintrag da. 38,19. Versuchst du gerade zählen zu lernen? Nein. Warum betonst du es dann so seltsam? Weiß ich auch nicht. Ich laufe jetzt einfach mal am Wasser entlang. Die machen alle ganz komische Geräusche. Neuer Ort entdeckt? Das sagt er die ganze Zeit. Ja, weil du deckst gerade die Karte auf. Need a rest. Ach so. Mache ich das? Ja, warte mal, was ist rechte Maustaste? Zoom, okay. F ist Uhr. Jesus ist wieder da. Ich bin bei 50,27. Das wäre dann 50,27. Ja, das passt tatsächlich. 39,19, wo ist das? 39,19. Du bist da oben beim Lager von denen. Mhm. Was ist denn dann A2? Eine Autobahn. Das stimmt, das stimmt. Aber ich wüsste nicht, warum die hier die Autobahn auf der Karte haben sollten. Das kann ich dir auch nicht sagen. Scheiß die Wand an Heldenherzchen. Ich habe da gehört, du hast uns heute was zu erzählen. Ich habe uns heute was zu erzählen. Ah ja, du solltest angeblich Neuigkeiten haben. Wo sollen die Leute noch hin? Ich würde sagen, zu uns ins Rudel auf den Discord. So... gemeinsam Dinge tun und schreiben und reden und Spaß haben und einfach gegenseitig helfen. Bis auf das Schreiben klang das gerade wie ein Zwingerclub. Ach ja, nein, das ist es nicht. Wolf, sei ruhig. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo ich hinlaufe. Genau, deswegen würde ich sagen, join doch mal dem Discord. Dann könnt ihr das alles nämlich miterleben. Join dem virtuellen Zwingerclub. Ich habe eine Höhle gefunden. Du hast die Höhle gefunden, du bist dann also bei... Moment, ist das Flugzeug davor oder nicht? Ich bin 4018. Ist das Flugzeug davor? Das wirst du erkennen, wenn dein Flugzeug liegt, glaub mir. Es ist dunkel und ich sehe kein Flugzeug. Bestätige, ich sehe kein Flugzeug. Fuck. Ich stehe neben den Betten. Oh! Ja, ich würde dich ja jetzt gerne wecken, aber... 500 Meter, okay. Du hast eine Höhle gefunden. Bist du rein zufällig bei 42,22? Ungefähr? Ich bin bei dem Aufzug. Bei dem Aufzug? Ach, da oben bist du. Okay. Du läufst gerade Richtung altes Lager. Du läufst gerade Richtung 06. Das wäre gut. Da ist nämlich der Grappling Hook und der Biden. Das ist das Auto, was wir mal gefunden haben. Okay. Wenn du jetzt straight south gehst, dann kommst du zum Flugzeug. Genau da, wenn du aus der Höhle rauskommst. Genau nach Süden runter. Straight runter. Hm. Oh, das Gewitter hört sich aber echt scheiße an in der Höhle. Ey, du hast doch jetzt auch die Karte. Ja. Du stehst oben bei... Ja, guck auf deine Koordinaten. 41,19. Du stehst oben da, in der Höhle. Oh, hier steht eine Schlingenfalle. Genau. Und wenn du jetzt auf der Karte mal guckst, siehst du dieses durchgebrochene Kreuz im Süden? 40,24. 40,23 ist das 23. Kreuz, aber ja.
Ich bin 41,19. Guck auf der Karte. Und wenn du auf der Karte F drückst, siehst du gleichzeitig deine Koordinate. Das heißt, du kannst jetzt ungefähr bestimmen, wo du bist. Also die Karte gab es übrigens früher nicht. Ich wusste nicht, dass hier eine liegt. So, ich muss jetzt... Thirsty. Eigentlich noch einen Tacken in den Norden. Ach nee, warte mal, Süden. Und noch minimal in den Osten. Also aha, guck mal, was hier ist. Der Wasserkollektor, der ist super, super geil. Nee. Muss das immer überall rascheln? Ich achte gar nicht mehr aufs Essen. Geht aber noch. Was mit Zucker? Wasserkollektor. Ja, das Geile ist, einer von uns kann zum Beispiel, wir könnten das so machen, einer läuft ohne Ausrüstung, nur mit ein bisschen Grundessen bewaffnet rum und der andere baut schon mal an einer Hauptbasis weiter und alles, was einer lernt, lernt der andere anscheinend auch. Mhm, das stimmt. Das ist eine voll geile Idee. Ach, du willst mich also hier durch den Urwald jagen, oder was? Nein, ich dachte eigentlich eher daran, dass ich gehe. Oh. Im Gegensatz zu dir weiß ich nämlich, was ich tue. Ja, ich habe noch nicht mal mehr meine Steinausrüstung hier. Wo sind meine Steine? Diesen Satz, ne? Den werdet ihr auch nicht von vielen Menschen hören im Leben. Ich finde wirklich keinen einzigen Stein. Hallo. Ja, Wölfchen. Ich fürchte, dass wir es doch aufs nächste Mal schieben müssen. Deine Wieso mit den Steinen. Okay, dafür habe ich jetzt ein ganz niedliches Abschlussbild mit einem süßen Tierchen vor meiner Linse. Und hiermit verabschiede ich mich auch schon. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst uns auch gerne ein Abo da und ein Like. Und schreibt doch mal, wie ihr diese Grundidee oder ja gerade findet, dass wir getrennte Wege hier gehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch schon wieder. Bis dahin. Ciao mit V. Ich sehe schon die Kommentare überfluten. Nee, ist eigentlich ganz schön ohne den. Ich finde, du solltest öfter so gehen. Ihr seid Arschlöcher, wenn ihr das schreibt. Aber hey, so kenne ich viele von euch. Deswegen, liebe Freunde, bevor ihr jetzt zu Arschlöchern mutiert, lass uns doch mal Folgendes machen. Warte mal, irgendwie konnte man Obsidian Klinge bauen, ne? Aber die habe ich nicht gelernt. Na gut, ich orientiere mich da mal weiter. Und beim nächsten Mal, liebe Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn du es bis hierher geschafft hast, dann schreibt mal Hashtag MakeItToTheEnd in die Kommentare und schau doch beim nächsten Mal da rein. Wenn dir diese und andere Arten unserer Präsentationen gefallen, dann schreib mir das in die Kommentare. Das würde mir nämlich zeigen, dass wir irgendwas anscheinend ja richtig machen. Denn wenn es dir gefällt, dann scheint es wohl richtig zu sein, gell? Gut, also du schreibst mir deine Sachen in die Kommentare. Ich probiere jetzt hier noch ein bisschen aus, was man hier so craften kann. Need a rest. Ah, offenkundig so raus nicht. Ah ja, Pech gehabt. Ich werde es noch ein bisschen probieren. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ciao mit W? Keine Ahnung, ne, das klingt einfach kacke. Also, bis zum nächsten Mal. Wollt ihr Ries? Euer Wolf.